Hallöchen und willkommen zu einer neuen Daddelzeit. Hier mit South Park Direkthackelehre zur Reisprobe und. Von welchem Planeten kommst du denn? Hm? Von Planet Erde, vielleicht, keine Ahnung. Oh, hier können wir mal reingucken. Ah nee, da brauche ich wieder eine Leiter. Wo ist eine Leiter? Ist hier vielleicht eine Leiter? Okay, das ist schon offenbar höherer Schwierigkeitsgrad. Ein andern Mal vielleicht. So, dahinter ist etwas. So, komme ich jetzt ran? Ja, göttlicher Verstärkerrezept. Heißt das nicht schon? Sei gegrüßt, Bürger. Ich bin es, Super Craig. Ich bin kein Bürger. Ich bin Superheld. Ich kann im Moment niemandem bei Problemen behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen nicht finden. Sag dem Kuhn, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Stripe gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Ex-Freund. Ganz richtig. Super Craig ist schwul. Ich wette, Stripe ist wieder unten im Keller. Fangen wir im Keller an. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Das nenne ich mal ein Outing auf jeden Fall. Ui, Schiffchen will ich kaputt machen. Vielleicht hat er das Hundefutter unten gerochen. So, aber erstmal geht's hier ran. Burrito, Burrito. Taco, Taco. Ja, ja. Rezept für Wiederbelebungsserum. Oh, das kann man gebrauchen. Wer es noch nicht so mit South Park vorher hatte, guckt euch unbedingt das Taco, Taco-Lied von South Park an. Einfach ein Highlight des Ganzen. Irgendwie haben die es mit Drohnen, habe ich den Eindruck. Herpes Concealer, okay. Was es nicht so alles gibt. Ja, das ist doch mal ein angenehmer Kleiderschrank. Was haben wir denn hier drin? DVD-Tieraufnahme mit Weitwinkelobjektiv, warum auch immer. Haha, überall PC anmachen. Oh, und ich sehe schon wieder ein Klo. Okay, da treiben Haare rum, warum auch nicht. Och, das ist ja mal ein bisschen anders. Das ist ja hier easy schmiesi wieder. Coole Moves. Okay. Super. Und dann nur noch das Ding abschütteln. Teil rausschütteln und gut ist. Ich bin ein enthusiastischer Klo-Meister. Geil, ich habe mich zum Stufenaufstieg gekackt. Ist ja der Hammer. Das habe ich auch noch in keinem Spiel geschafft. Warum nicht? Hände. Assassinenhandschuhe. Ich glaube nicht. Charakterbogen, da wollte ich hin, genau. Da können wir doch sicherlich uns jetzt irgendetwas holen mit dem zweiten Rang. Oder wie, oder was, oder wo. Nee, offenbar kommt das wohl erst mit der Quest oder sowas. Muss ich abwarten, bis die Story mir das Ganze offriert. Schade eigentlich. Aber kann man da nichts dran ändern. Dann gehen wir mal nach unten und gucken nach dem Meerschweinchen. Mal sehen, ob die böse Schwester da wieder auftaucht. Das garstige Stück. Damit er nicht entkommen kann. Du erledigst den Rest. Sei vorsichtig, das könnte die schwierigste Mission sein. Knallfrösche freigeschaltet. Yippie. Oh cool, die könnten hilfreich sein. Gern geschehen. Finde einen Gegenstand, um Stripe nach unten. Hey, da ist er, in der Lüftung, ganz oben. Ach, wie schön. Jetzt muss ich nur irgendwie rankommen. Ach so, Untersuchungsmodus kann ich ja auch machen. Ach, wenn ich da noch rankäme. Ich brauche eine Fernkampfwaffe oder so. Ach, da komme ich jetzt mittlerweile auch so rangeknistert.
Wupp. Mach's nochmal. Da ist das. Mach's nochmal allein. Folge dem Meerschweinchen. Hey. Mach dein Ding mit der Kiste. Nein. Der will nicht ernsthaft, dass ich jetzt. Ich freue mich drauf. Wow, scheiße! Dass du das gerade echt gemacht hast. Du bist cool. Schaff das Ding aus dem Weg. Warte mal, wo ist das jetzt? Schnell, mach was, sonst kommt er erst wieder raus, wenn er Hunger hat. Wo war das Ding jetzt? Halte A gedrückt, um Objekte zu bewegen. Ja, schön und gut, gut und schön. Das ist keine Zeitverschwendung. Wo ist das Ding gerade hin? Ach, da. Offenbar. Wow, das sah ganz schön knifflig aus. Schalte sein Super... Okay, der ist K.O. gefurzt. Oh, geil. Auch dank von der Arsch und seinem mega krassen Arschloch. Dankeschön. So habe ich auch noch kein Meerschweinchen eingefangen. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super Craig zählen. Okay, jetzt habe ich Super Craig. Triff dich mit Karl bei seinem Haus. Ja, passt schon. Stripe ist der beste Superpartner, den ich mir wünschen könnte. Gibt's hier noch irgendwas für mich zu... Ach ja, ich kann ja mal hier den machen. Ja, wer würde nicht gerne ein Selfie mit dem Craig aus Stahl machen? Ja, ja, ist klar. Super Craig ohne Stripe ist wie Supergirl ohne Fahrrad. Die sind so richtig stoned. Oh gut, wir sind fertig. Was du nicht sagst. Natürlich sind wir fertig. Psst, Neuer. Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaoi. Oh nein. Verrückt, oder? Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Ich belohne dich reichlich. Ach du Scheiße. Werke, die du findest. Jetzt darf ich Yaoi finden in South Park. Okay, ich bin Anime-Fan, aber nicht unbedingt davon. Aber gut, warum nicht? Ah ne, hier war ich ja schon unterwegs. Yaoi finden, okay. Die denken sich Sachen aus. So. Ich darf mich wieder auf den Weg machen, glaube ich, oder? So, jetzt machen wir mal hier... Hallo, ich bin Tauli, dein Spielkumpel. Siehst du den roten Riss? Für den brauchst du eine richtig fette Explosion. Ja, da ist ja auch so ein Ding. Aber erstmal möchte ich hier... Zack. Nee. Ich wollte doch hier reinpacken. Na gut, dann versuche ich mein Glück erstmal hier. Und gleich macht's bumm. Ich warte nur auf den großen Knall eigentlich. Ja, und wenn ich jetzt da reinfeuer? Wieso will das nicht, wie ich will? Ach, vielleicht, wenn ich jetzt furze. Woo! Ich bin gut. Was haben wir denn hier? Da haben wir ein Arachnix-Anzugrezept. Die Frage ist, ob mir das Vorteile bringt. Okay, ich brauche eine andere Fähigkeit. Dann kann ich das erstmal nicht machen. Ah nee, das war die Karte. Okay, ich muss weiter auf der Straße bleiben.
Ich glaube, das schaffe ich noch. Siehst du die ganzen roten Legos? Das ist Lava. Die ist absolut tödlich. Nicht berühren. Halt, das ist unlogisch. Wer tut da Lava hin? Nimm das, Kuhn, Freunde. Es war Chaos. Ganz recht, Kuhn. Ich habe in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert. Ich kann es euch doch nicht so leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Okay, könnt ihr abschalten. Um Chaos kümmern wir uns später. Wir haben andere Prioritäten. Kuhn, Ende. Aber Butters ist so perfekt geeignet mit Professor Chaos für die Rolle des vermutlichen Oberbösewichts oder so. Danny hat mich von Asher, ihr Schlampen. Gut, da bin ich glücklicherweise dran vorbeigekommen. Dann mal kurz gucken, können wir hier ran? Sind das die ganzen schönen Pokémons oder so? Yay! Bringt uns aber auch nicht wirklich weiter, habe ich den Eindruck. Nee, nicht wirklich. Mehr, kann ich hier noch irgendwas machen? Nö, leider nicht. Schade eigentlich. Ah, ich bin so gut wie da zumindest. Leider abgesperrt. Ah, hier sieht es natürlich schon mal anders aus. Komme ich leider nicht ran. Ah, da bin ich aber rangekommen. War ich hier schon im Haus drin, ne? War das Cartmans Bude oder? Jo. Nur dann gehen wir doch mal wieder weg. Und dafür... Ah, Randy! So etwas, das ist voll gemein. Der macht sicherlich Selfie mit mir. Hey, du! Weißt du was darüber? Irgendwer zerkratzt nachts das Auto meiner Frau. Jede verdammte Nacht. Ich dachte, es wäre eins von euch Kids, aber hier! Komm mal her, schau dir das an! Wer auch immer das Auto zerkratzt, hinterlässt Nachrichten. Klingt irgendwie nach einem eifersüchtigen Liebhaber. So einfach vergisst du mich nicht. Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Ich werde allen von dir erzählen, du Schlampe. Ich will den Scheiß nicht ständig rauspolieren. Wenn du heute Nacht den Kerl erwischst, der das Auto meiner Frau zerkratzt, folge ich dir auf Coonstagram. Glaub mir, du willst mich als Follower. Ich bin hier ein hohes Tier. Okay, so können wir ihn auf Coonstagram bekommen. Aber ansonsten gibt es da gerade nichts zu holen. Dann gehen wir mal rein. Ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Sabbermaul. Patches hätte mir Kondome gebracht. Oh, wie schön. Dein Großvater wird nicht jünger, Billy. Ich brauche diese Gummis. Okay, der braucht erst Kondome und dann macht er offenbar Selfie. Ach nee, das war die böse Schwester hier. Hi, Pischer. Bye, Pischer. Vergiss es, Scheichhaufen. Dafür hast du viel zu wenig Follower. Mein Hashtag ist schließlich eine Marke. Ah ja. Jetzt brauche ich nur irgendwie Kondome finden und dann bin ich auf der Sonnenseite des Lebens, glaube ich. Hallo, ich bin Tauli, dein Spielkumpel. Denk dran, wenn du bei jemandem zu Hause rumschnüffelst, check immer den Kühlschrank. Es gibt immer geilen Scheiß im Kühlschrank, den man klauen kann. Ich will erstmal aufs Klo gehen, weil das ist überall das Wichtigste. Das hat mir schon ein Level-Up eingebracht. Was auch immer mir das bringen soll, ich weiß es nicht. Vielleicht reinfurzen. Ja, muss nicht. Oh, Toilette mal gesperrt. Das ist mal was anderes. Ein C-Körbchen, Kopfbedeckung. Das ist doch mal ein Kostüm. Eines Superhelden würdig. War ja klar, dass ich hier irgendwie sowas in der Art finde. Street Warrior Action Figur. Charakterbogen von Toolshed. Warum nicht?
was auch immer mir das bringen mag, aber Heroin hält Videospiel. So, dann können wir mal gehen. Vielleicht ist da ja auch der liebe Kyle da irgendwie im Keller. Keine Ahnung, Mist. Gibt es hier einen Garten? Wo ist er denn? Habe ich ihn gerade irgendwie verpasst? Stan. War der irgendwo hier drin und ich habe ihn nicht gesehen? Da war ich eigentlich auch gucken. Hä, wo ist er? Ach, hier vielleicht. Nee, da finde ich jetzt auch nichts Wertvolles. Aber ganz viel Hotte Hüß auf jeden Fall. Bringt mich aber nicht wirklich weiter. Ah, vielleicht so. Lass mich rein. Da bringt mich auch nicht weiter. Ja, das ist jetzt die Frage so ein bisschen. Ach, ich muss auch ein Haus weiter. Hahaha. Gut, dann erklärt sich einiges. Dann gehe ich nochmal eine Türe nach rechts. Du hast also den Wolkenpalast erreicht. Das ist Humankinds Basis. Vielleicht ist er ja da. Halten, ja. Yeah. Hey. Ich kann Leitern benutzen. Ich bin cool. Ein Klebeband habe ich gefunden. Ja, das ist doch mal brauchbar. Dann schauen wir doch mal bei ihm vorbei, was er für Hilfe gebrauchen kann. Ah, da gucke ich gleich hin. Erstmal plündern der Kühlschrank und Co. Oh ja, hier können wir auch nochmal hingehen. Ah, ich glaube, hier gibt es nicht wirklich viel. Aber alles im Motto des Kites auf jeden Fall. Aber da haben die auch gutes Superhelden-Power-Motiv genommen für einen Namen. Das passt echt gut. Wer zur Hölle bist du? Na, wer wohl? Ich schicke einen Notruf und du schickst einen neuen? Du bist so ein Arschloch-Kuhn. Tut mir leid, aber das hier ist für einen Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich, Humankind aus einem Paralleluniversum, ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten. Ich kann ihn aufhalten. Na dann, gehen wir gleich mal drauf los. Aber erstmal andere Zimmer durchwühlen. Ein Drogenfläschchen. Warum nicht? Einmal aus der Türe raus und dann kacken gehen. Wobei, erstmal plündern und dann kacken. So. Oh, Schwierigkeitsgrad 2, das ist ja noch alles in Ordnung. So, dann wollen wir doch mal hier erstmal ein abkacken. Und raus die Wurst. Juhu. Kloherrscher ist der nächste Rang. Ach, das ist ja schon richtig fundig hier. Einmal mit ihm reden. Humankind ist direkt hinter dieser Tür. Ich kann natürlich nicht selbst gegen ihn kämpfen. Scheiß Paradoxon und so. Also musst du ihn ausschalten. Du musst ihm dermaßen in den Arsch treten, dass er sich verpisst in sein Universum an der Ostküste. Bereit? Schnapp ihn dir. Zoom. Oh, hey, Kyle, ich bin wieder da. Was denn das denn? Wen hast du da mitgebracht? Spielt der auch mit?
Also, alternatives Ich, Zeit, dich in dein Universum zurückzujagen. Pascal, wir sind doch ein Team, oder? Ich bin nicht aus dem anderen Universum, wir sind super allerbeste Kumpels. Wie du siehst, rennt er hier rum und ruiniert den Ruf des Human Kite. Er will mich vernichten und meine Kräfte schwächen. Nein, nein, ich bin nur 2 Wochen bei meinem Cousin und wollte Superhelden mit ihm spielen. Und Kyle fragt, okay, welcher Superheld willst du sein? Und ich sag, ich bin Human Kite. Da sagt er, das geht nicht, ich bin Human Kite. Ich sag, warum können wir nicht beide Human Kite sein? Also bin ich zu Tante Sheila gegangen und hab gesagt, dass wir beide Human Kite sein wollen. Und sie meint zu ihm, tu was er will, er ist unser Gast. Erinnerst du? Jetzt pass mal auf, alternatives Ich. Es ist Zeit, dass du lernst, dass Superheldenspielen echt wehtut. Los geht's. Du musst jetzt mein anderes Ich vernichten. Oh Gott, wir müssen kämpfen. Oh yeah. Du willst spielen, dann aber nach meinen Regeln. Also gut, ich tue alles, um wie mein Cousin zu sein. Mach dich bereit, Schwächling. Lass das mal den Saftsack machen. Der Saftsack macht das gut. Ich hab nicht viel trainiert. Wir spielen ohne Kontakt, oder? Vollkontakt, kein Training. Oh, das geht nicht. Ich habe meine Knie schon oder nicht dabei. Jetzt, schnapp ihn dir. Was hat der für einen Cousin? Cousin Kyle. Au, wei. Lieben gerne, aber die Regeln für Paralleluniversen verbieten es. Booms. Mich kratzt im Hals, hat wie ein Hustenlutschbonbon. Oh je, so viele Entscheidungen in diesem Spiel. Wie wär's mit nicht mitspielen? Ist auch eine Möglichkeit. Zu spät gewesen bei mir. Na gut, im Moment kann ich nicht so viel machen, also geht's weiter mit der Attacke. Oh, bitte nicht! Oh mein Gott! So, und okay, nochmal hier jetzt richtig reagieren auch. Der letzte Treffer zählt nicht, oder? Ich mach den Schaden wieder rückgängig, ja? Nein. Puh, typischer Paralleluniversums-Bullshit. What? Haben dir deine Eltern nicht verboten, mit Feuer zu spielen? Sieh dir das an! Oh Mann, der will richtig einen auf die Nase bekommen, glaube ich. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig, als weiter in diese Attacke zu machen. Cousin Kyle hat meine Auszeit ignoriert. Natürlich habe ich das. Ich fände es viel fairer, wenn ich ein Schild hätte. Irgendetwas, wie diese Tora-Rolle. Die hat auch einen großen ideellen Wert. Alter, Human Kite ist ein Alien. Das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Und keine neuen Superkräfte mitten im Kampf. Die ist nicht neu. Die ist in meinem alternativen Universum konform. Der hat doch irgendwie einen Knall. Cousin Kyle hat gerade Schutz eingesetzt, was du an der blauen Leiste über seiner Gesundheitsleiste erkennst. Schutz absorbiert allen Schaden, bis die Leiste aufgebraucht ist. Hat jemand eine Cortisonsalbe? Vielleicht sogar eine rezeptpflichtige? Der wird noch sein blaues Wunder erleben. Machen dürfen, weil der neue Freund bei meiner Auszeit nicht gewartet hat, also bin ich jetzt dran. Willst du mich verarschen, du Schummelst? Ich mag den. Das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen. Der wird, glaube ich, am Ende meine Spezialattacke kosten dürfen, wenn es so weitergeht. Du hast mir die Nase verstaucht. Jetzt kommt meine super ultimative Kraft. Bereit? Bereit? Oh Gott. Oh, oh. Okay, der Zorndrache aus einem anderen Universum. Oh, ist der dämlich. Der hat sich selbst ausgenockt. Ich mag's. Und eine Sonnenmilch habe ich auch noch bekommen. Lichtschutzfaktor 50, die gute. Oh, oh Gott. Ich glaube, ich habe einen Leistenbruch. Hast du genug alternatives Ich? Dieses Superheldenzeug tut echt weh. Ich gehe in mein Universum zurück. Was? Du haust ab? Wie schade. Ja, ich muss in mein Universum zurück. Mein Ohr ist von den Fürzen ganz wund. Ich muss unbedingt Salbe drauf schmieren. Wie kann ich dir nur danken? Melde dich einfach, wenn du mal Hilfe brauchst, okay? Okay, und ich habe den nächsten Verbündeten. Und jetzt schaue ich mal kurz in den Schrank, was es da Schönes gibt. Charakterbogen von Human Kite. Ja, das muss dann aber reichen. So, und das war's dann auch für heute von South Park Direktakuläre Zerreißprobe.
Aber es geht natürlich morgen schon wieder weiter mit der nächsten Folge. Also schaltet unbedingt wieder ein. Ich freue mich schon darauf. Und natürlich auf euch und eure Kommentare. Ciao, ciao.